12. Dezember, das bedeutet Zeit für Türchen Nummer 12. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Junk Journal Art. Das hier ist das 12. Türchen von meinem Junk Journal Tutorial Adventskalender. Mein Name ist Luise Heinzel und heute möchte ich euch ein weiteres Tutorial vorstellen. Ich zeige euch erstmal ein bisschen was hier in diesem Türchen so drin ist. Ziemlich viele Schnipsel, wie ihr seht. Und unsere beiden Prompts für heute, nämlich Faux Stamps, also falsche Briefmarken, und das Wort Schmetterling. Schmetterling! Wie ihr seht, liegen da schon einige Schmetterlinge nebst einigen anderen Papierstückchen auf dem Tisch. Ihr könnt für dieses Tutorial jegliche Art von Papierschnipseln verwenden und jegliche Art von Schmetterlingen, die ihr irgendwie finden könnt. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, einige ausgeschnittene Schmetterlinge, beziehungsweise die hier auf diesem Banner. Die sind aus einem meiner digitalen Kits. Und ja, die habe ich mir einfach ausgeschnitten. Ihr könnt natürlich auch andere Schmetterlinge verwenden, wie zum Beispiel Stempel. Das eignet sich auch ganz gut. Die könnt ihr dann halt auf irgendwelches Papier stempeln, was euch gerade so in die Finger kommt, und sie dafür benutzen. Eine Alternative wären zum Beispiel auch so kleine Feen. Ich zeige euch hier mal die Stempel, die ich zur Verfügung habe. Die werde ich jetzt in diesem Tutorial nicht benutzen, damit es nicht zu lang wird. Aber ich wollte euch eine kleine Alternative anbieten, die auf solchen falschen Briefmarken auch schön aussieht. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das beides nicht mögt, auch sämtliche andere Motive nehmen, die euch in den Sinn kommen. Ich habe hier noch so ein paar Buchseiten, aber wie gesagt, ihr könnt auch komplett andere Motive benutzen für dieses Tutorial. Mit diesen Materialien, die du allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach zu Hause irgendwo herumliegen hast, kannst du das heutige Tutorial nachmachen. Ich möchte aber trotzdem für heute die Chance nutzen, euch ein kleines Gerät vorzustellen, auf das warten schon einige Menschen sehr gespannt. Jetzt muss ich mal gerade kurz meine Kamera hier umschalten, dass ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Und zwar handelt es sich dabei um dieses tolle Gerät hier. Das ist die Embossing- und Die-Cut-Maschine vom Action. Ihr wisst, ich bin nicht so ein Freund von irgendwelchen teuren Geräten. Und ja, deswegen hatte ich mir vor einiger Zeit dieses Teil hier beim Action gekauft, im Zuge eines, wie soll ich sagen, kleinen Anfalls von Größenwahn, oder wie soll ich mal sagen, denn das ist schon wirklich eine der etwas größeren Maschinen, in Anführungsstrichen, die ich besitze. Und einige hatten mich gefragt, ja, Luise, kannst du da nicht mal ein Tutorial machen, wie dieses Teil funktioniert, und vor allen Dingen auch, ob es funktioniert. Denn das Ding hat, wenn ich mich jetzt recht entsinne, 39 € gekostet. Und das ist natürlich sehr, sehr wenig im Verhältnis zu den Markenmaschinen. Diese Maschine an sich fühlt sich sehr hochwertig an, komischerweise, obwohl es relativ günstig war. Wenn die kommt, muss man nichts anderes tun, als diesen kleinen Hebel hier dran schrauben. Da ist so ein kleines Werkzeug auch dabei, so ein Inbusschlüssel, mit dem man das hier reinschrauben kann. Dieser Griff ist aus Metall offensichtlich. Und hier ist so ein kleiner Noppi drauf. Darunter befindet sich eben dieser Schraubmechanismus. Das kann man eigentlich relativ leicht da dran schrauben, und dann, ja, dann ist es da. Dann kann man diese Kappe drauf tun und die Schraube verschwindet dann dahinter. Jetzt kommt diese Maschine mit insgesamt 4 solcher Scheiben. Ihr seht, ich habe hier nur 3 in der Hand, weil wir für das, was ich euch jetzt heute zeigen möchte, nur diese 3 Platten brauchen. Einmal ist hier so eine weiße Platte, die dort unten hineingeschoben wird, gekennzeichnet mit dem Buchstaben A. Und dann gibt es zweimal B und einmal C. Diese B-Platten sind etwas dünner, und weil die etwas dünner sind, kann man diese dann zum sogenannten Embossen mit Hilfe eines solchen Embossing-Folders, also ja, wie ein kleiner, wie so eine kleine Mappe schaut das aus, also Folder, ne, so Ordner, Mappe, kann man das dann dafür benutzen, um das Papier mit so einer ganz schönen Oberfläche zu versehen. Also das wird dann so ein bisschen 3D-mäßig, wenn man das da reinsteckt und da durchnudelt. Ich habe jetzt für dieses Tutorial, weil es ja um Schmetterlinge geht, einmal dieses hier ausgewählt. Das hatte ich mir mal neulich, unabhängig davon, dass ich unabhängig davon, also, ne, ihr wisst schon, ich
Ich wusste da noch nicht, dass ich dieses Tutorial machen will. Habe ich mir dieses Teil hier mitgenommen. Und bei diesem Embossing-Folder ist das Besondere, also normalerweise sehen beide Seiten so aus. Also einfach dieses Plastik hier. Es ist so ein bisschen flexibel. Und da drin seht ihr hoffentlich so kleine Ritzen und eben dieses Muster. Normalerweise sehen beide Seiten so aus. Bei diesem ist es jetzt aber so, dass hier diese kleinen Schmetterlinge aus einem Metall hier reingeklebt sind. Das gleiche habe ich auch nochmal hier in etwas anderer Variante. Da sind die Schmetterlinge etwas größer. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Das ist ein bisschen schwierig für die Kamera, das einzufangen. Hier sind die Schmetterlinge etwas größer und diese eine Seite schaut jetzt wieder so aus. Also da ist jetzt halt nur dieses Plastik und auf der anderen Seite sind nochmal diese kleinen Metallblümchen. Und ich zeige euch gleich, was diese Metallblümchen machen. So, jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, was faselt die jetzt da von dieser Maschine? Ich habe diese Maschine ja nicht. Möglicherweise hast du so eine Maschine nicht. Aber du hast auf jeden Fall Alternativen, wenn du auch so ein geprägtes Papier machen willst, wie ich dir heute zeige. Vielleicht besitzt du dieses Ding hier. Das ist auch vom Action. Das ist eigentlich so ein Scoreboard, wo man solche Falzlinien machen kann. Also da kann man messen und hier so Falzlinien machen, wenn man zum Beispiel Karten falten will. Und auf der Rückseite hat das hier sowas. Das ist auch so geprägt und damit könntest du theoretisch auch solche kleinen Muster, solche Prägungen auf dein Papier aufbringen. Jetzt hat das hier keinen Schmetterling, aber das macht ja nichts. Du kannst ja auch für dieses Tutorial ein anderes Motiv wählen. Da würdest du jetzt dein Papier drauflegen und dann mit diesem kleinen Schnuppi hier, mit diesem Hinterteil, hier drüber fahren, sodass jetzt die einzelnen Motive, die hier sind, geprägt auf deinem Papier zum Vorschein kommen. Sowas könntest du nehmen. Du kannst dir aber auch genauso gut eine zum Beispiel dekorative Obstschale oder irgendwas nehmen, wo so ein Muster drauf ist. Es gibt ja manchmal auch so Dekoteller oder andere Dinge. Theoretisch würde auch funktionieren, wenn du dir vom Baum ein getrocknetes Blatt nimmst, also so ein, was weiß ich, was du da gerade so findest, Ahorn oder so. Und wenn du dann dein Papier drauflegst, könntest du auch mit einem, ja, spitzen, aber nicht zu spitzen Gegenstand darüber fahren, sodass du dein Papier ein bisschen geprägt kriegst. Was dafür auch funktionieren würde, wäre zum Beispiel die Rückseite hier von einer Schere. Das geht ganz gut. Wenn du das mit einem zum Beispiel Blatt vom Baum machen willst, würde ich dir empfehlen, das Papier vorher etwas anzufeuchten. Nicht nass machen, aber anfeuchten. Bisschen warten, dass sich das so ein ganz kleines bisschen durchsaugt und dann eben mit einem ähnlichen Gegenstand wie diesem hier, oder du kannst ja auch von einem Bone Folder, also von so einem Falzbein zum Beispiel, hier vorne die Spitze nehmen und dann kannst du auch da so drüber rubbeln und dann würde das Gleiche passieren, etwas mühsamer selbstverständlich, wie hier in der Maschine passieren würde. Und sollte ich das vielleicht gerade hier wieder draufstecken? Man muss ja hier alles ordentlich aufräumen, sonst hat man irgendwann keinen Platz mehr. Ja, und ich werde das heute so machen, dass ich euch das hier einmal zeige, wie das funktioniert. Und gleichzeitig möchte ich aber auch euch verschiedene Möglichkeiten zeigen, was ihr dann mit dem geprägten Papier machen könnt. Wir wollen ja heute falsche Briefmarken machen. Also das Endergebnis soll aussehen irgendwie wie eine Briefmarke, aber ich möchte trotzdem das Ganze ein bisschen interessanter gestalten. Briefmarken sind normalerweise ja komplett flach, wenn sie auf dem Brief aufgeklebt sind. Also jetzt, ich rede von echten Briefmarken. Aber bei diesen falschen Briefmarken ist mir das relativ wurscht, weil die klebe ich ja nicht auf einen Brief. Von daher kann die Oberfläche ruhig ein bisschen geprägt sein. So, jetzt brauche ich erstmal hier, wo habe ich denn das jetzt hingelegt? Upsala. Jetzt werde ich mir erstmal hier aus meinem heiligen Mixmedia-Blog von Canson hier so eine Seite raustrennen, weil ich nämlich später mit dieser Seite noch etwas vorhabe. Erzähle ich euch gleich. Und jetzt werde ich das so machen, dass ich mir erstmal hier schaue, wie groß das ungefähr ist, dass ich ungefähr die Größe dieses Folders habe. Dieses Stück wird dann ja später noch ein bisschen kleiner geschnitten, weil die Briefmarke wird selbstverständlich nicht so groß, wie das hier ist. Und jetzt guckt euch das an.
Das war jetzt nicht irgendwie geplant. Jetzt schaut euch das an. Das passt jetzt genau hier rein und das andere passt genau in das andere. Sowas liebe ich ja, wenn da keine Überschüsse bleiben. Was ein Zufall. Ich sage ja, dieses Papier ist großartig. Haben die sich schon was bei gedacht, dass das genau hier reinpasst. Also, ich nehme einfach dieses Papier. Das ist jetzt so ein Mixed-Media-Papier. Wie gesagt, ich möchte später dann noch ein paar Sachen ausprobieren. Deswegen nehme ich jetzt relativ hochwertiges Papier. Ihr könnt hier reintun, jegliche Art von Papier. Bitte nehmt etwas, was nicht allzu dünn ist. Also ein Papier aus Zeitschriften, so wie Vogue oder irgendwie sowas, ist vielleicht ein bisschen zu dünn. Dann kann es nämlich passieren, dass euch das später da so abfutzelt und abreißt. Jetzt lege ich das hier rein und klappe das einfach nur zu. Das hier lege ich mal kurz an die Seite, dass ihr das alles hier besser sehen könnt. Dann nehme ich hier mir meine Platte. Tue die jetzt mal da rein, weil ich das gerade hier ein bisschen so Schwierigkeiten habe, das zu handhaben. Dann kommt zuerst einmal B. Also diese weiße Platte hier unten, die dient im Prinzip nur dazu, dass das Ganze leichter da durchfahren kann. Und wenn ihr die Platten drauf, also hier drauf legt, bei der A ist es nicht so wichtig, weil die hier eine ganz normale Kante hat. Aber bei der B legt ihr bitte so drauf, dass ihr das B richtig rumlesen könnt und dieses Logo und nicht so rum, weil die hat hier vorne so eine ganz kleine, das kann man jetzt in der Kamera wahrscheinlich überhaupt nicht sehen, so eine ganz kleine Kante, die so ein bisschen schräg nach hier läuft, sodass das Ganze leichter da reingeht. Dann nehme ich diesen Folder. Ich lege den immer mit der Zungenseite Richtung Öffnung, damit das einfach leichter da durchgeht. Wie beim Laminiergerät würde man ja auch die Zugeseite hier so reinlegen. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht. Ich glaube, ich habe es auch schon mal falsch rum reingelegt, dass das hat trotzdem funktioniert. Dann legen wir die zweite B-Platte darüber, auch wieder mit dem B, so dass man es lesen kann. Also ob das jetzt hier ist oder da ist, ist wurscht, weil diese Kante hier ist an beiden Seiten gleich. Und dann schiebe ich das da so hin und drehe einfach diesen Schnüppel hier und dafür halte ich das hier oben so fest. Und ich mache es jetzt so, ich drehe das einmal dahin, so und nochmal einmal wieder zurück. Das ist nicht unbedingt notwendig, es würde auch einmal reichen, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel auf meinem Tisch stehen habe, dann steht das meistens da oben in der Ecke, dass ich das im Sitzen machen kann. Also jetzt stehe ich gerade, weil die Kamera ja hier über mir ist, aber wenn ich das im Sitzen mache und das Teil dann in dem Sinne so da hinten rauskommt, dann muss ich immer aufstehen und das mir wieder zurückholen. Deswegen ist es leichter, wenn ich es zurückdrehe und kann es dann hier vorne rausziehen. Ja, weil ja, ihr wisst schon, im Wohnwagen aufstehen ist alles immer nicht so einfach. So, wenn ich das jetzt aufmache, dann habe ich hier dieses wunderschöne geprägte Papier. Und ihr seht schon, dass diese kleinen Blümchen hier, die diese Metallteile hier sind, etwas anders aussehen. Das liegt daran, dass ich die jetzt nehmen kann, vorsichtig, und kann die hier rausdrücken. Das heißt, hier habe ich jetzt im Prinzip auf der Karte oder auf diesem Papier so eine Art kleines Die-Cut, also wo es wirklich geschnitten ist. Die-Cut ist ja nichts anderes als, ja, diese kleinen geschnittenen Elemente, die man eben auch mit dieser Maschine machen kann. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Kombination, was die sich da ausgedacht haben. Also gibt es ja sicherlich auch von anderen Herstellern, aber ja, das, was die sich jetzt da beim Action ausgedacht haben, finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Also das haben die sich natürlich nicht beim Action ausgedacht, sondern die Leute von dieser Firma, die das für Action macht. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So hat man jetzt hier im Prinzip zwei Sachen in einem. Einmal diese kleinen gestanzten, geschnittenen Teile, die man natürlich auch später noch verwenden kann. Und eben dieses geprägte Papier. So, dann machen wir das mal gerade mit dem anderen Ding hier auch noch. Entschuldigt bitte das Gewackel von der Kamera, aber dieser Tisch hier und der Wohnwagen insgesamt ist nicht für diese Maschine gemacht, wenn man filmt, denn es ist doch verhältnismäßig wackelig. Ja, so, jetzt tue ich das hier mal gerade irgendwie wieder weg, dass uns das nicht im Weg ist. Dann zeige ich euch das hier. So, wie ihr seht, zur Qualität der Prägung. Das ist sehr, sehr gut. Also zum Beispiel diesen kleinen Schmetterling auch hier rausnehme. Dieser Schnitt, der ist einfach einwandfrei. Und den kriegt man auch relativ leicht hier raus. Also auch diese kleinen Flügelchen, ich brauchte einfach nur so ziehen.
Dann habe ich das schon raus. Und auch diese mini kleinen Dinger, wenn ich da zum Beispiel eine Schere zur Hilfe nehme, kann ich die einfach, wie ihr seht, nach hinten so rausdrücken und habe noch diese mini kleinen Pupsi-Dinger hier. So, jetzt machen wir das hier gerade noch. Und die schmeiße ich natürlich logischerweise nicht weg. Also, sagen wir mal so, wenn man jetzt nur so eine Karte hier machen will, dann bräuchte man jetzt vielleicht nicht unbedingt diese gestanzten Teile später. Aber ja, ich habe ja noch ein bisschen was damit vor und es wird ja nicht so bleiben. Also kann ich natürlich diese kleinen Teile selbstverständlich auch mit benutzen. Also mein Fazit von diesem kleinen Test und auch von anderen Tests, die ich schon durchgeführt habe mit dieser Maschine. Ich bin wirklich überrascht und sehr begeistert, was dieses Gerät kann. Und vor allen Dingen, ja, Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich sagen, stimmt hier total überein. Also ich kriege nichts vom Action oder von dieser Firma dafür, dass ich das sage. Ich sage euch das nur, weil ich das selber so empfinde und weil ich mir selber denke, warum soll ich mir ein teures Gerät kaufen, wenn es das genauso tut? Und ja, was soll ich sagen? Das ist halt einfach ein richtig gutes Ergebnis. Hier sieht man es jetzt vielleicht ein bisschen besser. Ich glaube, das lag jetzt eben an der Einstellung meiner Kamera, weil ich da auf Weitwinkel war. Jetzt könnt ihr das besser sehen. Zeige ich euch den kleinen Mini-Pupsi-Schmetterling hier auch nochmal und den mit den Flügeln. Ah ja, jetzt ist es auch scharf. So, das ist jetzt aber noch lange keine Briefmarke, wie ihr seht. Deswegen werden wir das jetzt in eine Briefmarke verwandeln. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch kurz erwähnen, dass ihr für dieses Tutorial nicht unbedingt dieses geprägte Papier braucht. Das schaut zwar sehr schön aus, aber ihr könnt selbstverständlich auch ganz normales Papier für diese falschen Briefmarken benutzen. Ich schneide jetzt hier einen Zackenrand mit Hilfe dieser Zackenschere. Diese habe ich mal vor Urzeiten in der Kinderabteilung eines Bastelladens gekauft. Und wie ihr seht, ich tue mich da etwas schwer mit der Ausschneiderei, weil die nicht mehr ganz so gut funktioniert. Es gibt sicherlich bessere Alternativen, die für solche Sachen gemacht sind, die auch solches geprägtes Papier wesentlich leichter schneiden als dieses Exemplar, was ich da gerade benutze. Aber ja, manchmal muss man das nehmen, was man zur Hand hat. Ich schneide hier jetzt unterschiedlich große Stücke, orientiere mich dabei auch ein bisschen an den ausgeschnittenen Schmetterlingen, also was mir die Maschine vorher geschnitten hat, dass ich die jetzt nicht unbedingt irgendwo köpfe und dass die einigermaßen schön auf diesen in Anführungsstrichen Briefmarken drauf sind. Wenn man nicht so eine Zackenschere hat, dann kann man den Rand auch so reißen. Zugegebenermaßen schaut das dann natürlich nicht aus wie eine Briefmarke, aber es ist trotzdem ein schönes kleines Element, was ihr in euer Junk Journal einbauen könnt. Und wenn ihr das Tutorial bis zum Ende schaut, dann zeige ich euch noch ein paar Kleinigkeiten, die man machen kann, dass es wie eine Briefmarke erscheint, auch wenn es nicht so einen Zackenrand hat. Jetzt habt ihr im Schnelldurchlauf da gerade meine runde Stanze gesehen. Die hatte ich da, als ich das Video aufgenommen habe, hatte ich den Originalton von dem Video da. Und dann habe ich mir überlegt, ah, es ist zu lang, entschuldigt bitte. Jetzt muss ich das hier so drüber sprechen, dass ich euch nicht zu Tode langweile. Und ich hatte diesen runden Stanzer deshalb gezeigt, weil es den auch in Briefmarkenform gibt. Also wenn ihr mal irgendwie auf Amazon oder so schauen wollt, dort gibt es solche Stanzen, die Briefmarken Form ausstanzen und auch so einen Briefmarkenrand stanzen. Nur, wenn ihr das benutzt, ist die Briefmarkengröße natürlich immer die gleiche. Deswegen finde ich so eine Schere viel besser, weil man damit unterschiedliche Größen auch schneiden kann. Kommt halt darauf an, wie man das gerne möchte. So, als erstes habe ich mir jetzt hier, um dieses Papier weiter zu verarbeiten, die Distress Oxide Tinte von Tim Holtz genommen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ich habe jetzt schon sehr oft über diese Tinte gesprochen und sie sehr oft benutzt, aber sie ist halt einfach total schön. Wenn ihr da vorsichtig drüber geht, über dieses geprägte Papier, schaut das so aus, wie eben gesehen. Das könnte man theoretisch sogar schon so lassen. Man kann aber auch, da diese Tinte wasserlöslich ist, mit einem Pinsel in diese Zwischenräume gehen und diese Tinte dort verteilen. Dann hat man auch gleichzeitig zwei verschiedene Farben und dieses Dreidimensionale von dem Papier wird nochmal ein bisschen mehr herausgestellt. Wenn ihr euch für solche Tinten oder auch andere Produkte interessiert, die ich in meinen Tutorials verwende, dann schaut doch mal bitte unten in die Infobox. Dort habe ich einen Link zu meinem Amazon-Shop. Das ist so eine kleine Liste einfach an Materialien, die ich sehr häufig benutze und von denen ich sehr überzeugt bin, die ich euch auch ans Herz legen und empfehlen kann. Wenn ihr über diesen Link bestellen wollt, wäre ich da sehr glücklich drüber. Für euch schaut das dann alles ganz gleich aus, nur ich bekomme eine kleine Werbekostenerstattung von Amazon. Für euch ist aber, wie gesagt, alles gleich, der Preis und die Optik von Amazon bleibt gleich.
Ja, wenn man dann nochmal mit einer braunen Distress-Tinte über dieses Ganze drüber geht, kann man dem Ganzen so ein bisschen mehr einen Vintage-Look verpassen, was ich jetzt in diesem Fall hier beabsichtigt habe. Was ich auch sehr schön finde mit diesem kleinen Schmetterling, dass der da so ausgestanzt ist. Also ja, ihr werdet später noch sehen, das schaut ganz cool aus. Und als nächstes wollte ich dann eigentlich Brusho-Farben verwenden. Dabei ist mir dann aber die Distress Oxide von meiner Buchseite auf diese Briefmarke gekommen. Dann habe ich das erstmal da extra sozusagen gemacht und die da drauf getan, um dann später auf einer frischen Buchseite die nächsten Briefmarken hinzulegen und dann eben Brusho-Farben zu verwenden. Wie ihr seht, laufen die da sehr schön in diese Ritzen rein. Wenn man Brusho-Farben trocknet, ihr wisst, dann werden die sehr, wie soll ich sagen, die verlieren etwas an Farbintensität. Das finde ich für dieses Projekt jetzt nicht ganz blöd, ja, weil das einfach nicht, dann nicht mehr so ganz knallig aussieht. Also hier seht ihr jetzt nochmal oben zweimal nebeneinander Brusho, einmal so ein bisschen grünliches Zeug da, Brusho-Pulver und gelb. Beziehungsweise so ein Orangeton und da unten ist der in Anführungsstrichen Unfall mit der Distress Oxide, die vorher auf der Buchseite war. Schaut irgendwie auch ganz interessant aus. Um jetzt einen Zusammenhang zwischen allen meinen falschen Briefmarken zu erschaffen, gehe ich auch hier nochmal drüber mit der Distress Oxide. Das hier war jetzt die Forest Moss und im nächsten Schritt nehme ich mir dann diese Vintage-Foto. Also das sind die Namen von den Farbtönen von dieser Tinte. Und man kann die auch ja, so ein bisschen mischen. Dann schaut das Ganze nicht so langweilig aus. Und vor allen Dingen, wenn man die jetzt zum Beispiel über diese Brusho-Farben gibt, dann ja, wird es dreidimensionaler und die Farben gehen halt so ein bisschen in den Hintergrund. Es schaut alles ein bisschen vintage aus, obwohl es Farbe hat. Hier habe ich jetzt zum Vergleich nochmal weißes Gesso benutzt. Das finde ich auch keine schlechte Idee. Wenn man vielleicht so ein Projekt hat, was ein bisschen mehr Pastelltöne braucht, dann schaut das nicht ganz so schlecht aus, wie ich finde. Hier bin ich jetzt mit einem schwarzen Stift drüber gegangen. Der ist wasserlöslich, das ist ein ganz normaler schwarzer wasserlöslicher Stift. Hab das dann mit einem Pinsel und Wasser wieder angelöst, also die Farbe aus dem Stift, und hab das so ein bisschen in die Ritzen laufen lassen, damit ich da auch noch mal ein bisschen mehr Kontrast kriege. Ihr seht das später noch mal im Detail, wie das rausgekommen ist. Den Rest vom Gesso habe ich mit etwas Wasser verdünnt und habe das dann noch mal da so ein bisschen, wie ihr seht, wild durcheinander gefuchtelt. Habe da noch mal ein bisschen grünes Brusho drauf getan und dann die Briefmarken da einfach so drin gewälzt, sowohl die Vorderseite als auch die Rückseite. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn man die später nirgendwo aufkleben will, sondern man die von beiden Seiten sieht. Zum Beispiel, wenn man sie an einer Büroklammer oder so festmacht, dann kann man das natürlich auch von beiden Seiten machen. Dann hat man auf einer Seite eben den positiven Abdruck von der Prägung und auf der anderen Seite die negativen. Ist ja logisch, oder? Schaut aber ganz schön aus. Hier waren jetzt relativ viele weiße Stellen und ich wollte das schon immer mal ausprobieren, so ein bisschen Goldfarbe auf so ein geprägtes Papier aufzutragen. Deshalb habe ich jetzt hier diese Maya-Goldfarbe genommen. Die befindet sich übrigens auch in meinem Amazon-Shop. Die findet ihr da in verschiedenen Farbtönen. Das hier war jetzt Altgold. Und wenn man das benutzt und geht dann später da mit dieser Distress Oxide-Tinte drüber, dann, tada, hat man so einen richtig krassen Metallic-Effekt. Und wenn man vorher ein hochwertiges Papier benutzt hat, wie dieses Mixed-Media-Papier zum Beispiel, dann kommt das auch richtig gut raus. Also das kann man sicherlich nicht mit jedem Papier machen, dass man eben diesen krassen, schönen Effekt hat, also dass wirklich diese Farben so rauskommen und auch dieses Gold so rauskommt. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt mit Kopierpapier würde das wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ja, muss man vielleicht manchmal ein bisschen investieren und etwas hochwertigeres Papier nehmen. Im nächsten Schritt, als das alles gut getrocknet war, habe ich dann versucht, das Ganze in eine Briefmarkenoptik zu bringen. Denn nur weil da dieser Rand ist, heißt das noch lange nicht, dass es das aussieht wie eine Briefmarke. Und es ist ja normalerweise bei Briefmarken auch so, dass der gezackte Rand weiß ist. Das ist mir schon durchaus bewusst. Ich wollte das hier aber extra anders machen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die solche falschen Briefmarken herstellen und die dann das außen drumrum zacken und das innen ist dann rechteckig, was sie da drauf kleben. Das habe ich jetzt hier versucht mit einer Naht zu machen, indem ich eben mein gezacktes bzw. hier jetzt gerissenes Papier genommen habe und habe ja, die Zacken halt einfach außen gelassen, wo sie bei einer normalen Briefmarke weiß wären und habe einfach innen ein Rechteck reingenäht oder hier so nahezu Quadrat. Warum soll ich das nicht machen? Kann ich doch machen, oder? Und auch wenn das jetzt hier gerade in dem letzten Fall durch das Gerissene nicht wirklich aussieht wie eine Briefmarke, finde ich das gar nicht schlimm. Also ja, und hier ist es eben auch so.
Da ist das Weiße jetzt nicht gezackt und das Farbige ist gezackt. Aber ich finde, das schaut trotzdem aus wie eine Briefmarke. Und wir sind im Bereich des Junk Journalings. Also warum soll man das alles immer so machen, wie es in der Realität ist? Man kann auch mal ein bisschen verrücktere Sachen machen. Um diesem Hintergrund jetzt diesen abgestempelten Look zu verpassen, bin ich da mit einem ganz normalen, so einem Schriftstempel drüber gegangen. Also ich habe den halt einfach eingetintet und ja, bin dann halt da so drüber gegangen. Und das, finde ich, macht es schon wieder so ein bisschen interessanter. Hier seht ihr, ich drücke den da so teilweise nur drauf, dass die Schrift nicht überall hinkommt. Dann schaut es schon fast ein bisschen so aus, als wäre das schon mal durch irgendeine Postmaschine gelaufen. Und für den Hintergrund könnt ihr natürlich selbstverständlich auch rumkollagieren, wie ihr möchtet. Also hier seht ihr, habe ich einfach aus so Schnipseln einen kleinen Hintergrund gemacht und den Schmetterling dann eben nicht nur komplett auf die Briefmarke geklebt, sondern auch so ein bisschen versetzt. Also da könnt ihr rumspielen, wie ihr wollt. Und ihr könnt auch die kleinsten, in Anführungsstrichen, unnützesten Schnipsel nehmen, wie dieses übrig gebliebene Bellyband zum Beispiel. Das hatte ich ursprünglich mal ausgedruckt für ein Journal, wo dann ist das aber später hinterher übrig geblieben. Und ja, jetzt habe ich mir das einfach wieder zusammengeklebt, habe meine Briefmarke dann da drauf geklebt und klebe jetzt noch diesen Schmetterling, der im Übrigen auch von diesem Junk Journal Projekt übrig war, auch noch da drauf. Und ja, das ist es auch im Grunde genommen schon. Ich habe dann noch so Zahlenstempel genommen, weil ja eine Briefmarke normalerweise so einen Wert hat. Ne, ist logisch, da steht ja immer irgendeine Zahl drauf, wie viel sie halt wert ist. Und das ist eben auch für mich ein Element, was auf solchen falschen Briefmarken nicht fehlen sollte, denn dann hat man so eine Ahnung. Also durch diesen Schriftstempel im Hintergrund und durch diese Zahl, finde ich, erscheint das nochmal so ein bisschen, ja, eher mehr wie eine Briefmarke, dass man das halt auch schnallt, wenn man das irgendwo sieht, als Unbeteiligter, sagen wir mal. Wenn ihr das nicht nähen wollt, dann könnt ihr natürlich dieses, was ich vorher genäht habe, also diesen Rand auch mit einem schwarzen Stift malen oder ihr könnt das auch wie immer mit der Hand annähen. Das ist etwas mühsamer, aber es gibt es selbstverständlich auch. Und hier habe ich jetzt nochmal das ein bisschen komplett aus dem Rahmen fallen lassen. Jetzt habe ich hier diese Schmetterlinge von diesem ursprünglichen Banner abgeschnitten, dieses rote, was ihr da im Hintergrund seht, und habe jetzt dieses Rechteck eben ein bisschen nach links versetzt, aufgenäht. Finde ich auch nicht schlecht. Also das ist jetzt nicht mein Favorit, aber ja, finde ich auch nicht schlecht. Ja, und dass man das Ganze auch mit komplett weißem Papier machen kann, seht ihr hier. Da habe ich einfach nur Stempel draufgesetzt, den Schmetterling draufgeklebt und fertig und habe das Papier vorher gar nicht irgendwie behandelt. Im letzten Schritt habe ich mir dann noch diesen Poststempel, also das ist so ein Vintage-Stempel irgendwie, da steht irgendwie, glaube ich, drauf, was steht denn da eigentlich? Vintage-Stamps steht da drauf, wie ihr da unten auf der Buchseite erkennen könnt. Den habe ich jetzt wild darüber gestempelt, dass die einfach so abgestempelt aussehen. Für diesen Zweck könnt ihr auch Flaschendeckel oder etwas Ähnliches nehmen, um so einen Stempel zu imitieren. Und wie immer, ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist halt nun mal so, wer an diesem Adventskalender aktiv teilnimmt und mitbastelt, denkt bitte daran, es hört sich so voll lehrermäßig an, ne? Entschuldigt bitte, aber manchmal vergisst man ja solche Kleinigkeiten auch. Sammelt bitte alle eure Überreste ein, damit ihr am 24. Dezember genug zur Verfügung habt, was ihr benutzen könnt für den Prompt am 24. Also alle diese Schnipsel brauchen wir bitte am 24., wenn ihr aktiv hier dran teilnehmen wollt. Hier seht ihr das jetzt noch mal ein bisschen im Detail. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration gewinnen. Wie immer, wenn ihr eure eigenen Ergebnisse auf Instagram posten wollt, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Benutzt doch dafür dann bitte den Hashtag, der unten im Bild ist. Wenn ihr mich in dem Beitrag markieren wollt, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen. Dann kann ich das alles ein bisschen leichter finden. Ja, und bis morgen wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe sehr, dass ihr morgen auch wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Macht euch ein Kerzchen an, nehmt euch einen Tee, schaut euch meine Videos an, im Idealfall, und habt eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Bis morgen. Tschüss.